Hey Leute, viele von euch fragen immer wieder, was ist der Unterschied bei Fußball? Wir haben jetzt hier einmal den Adidas Torfabrik OMB als Spielball und einmal den Adidas Torfabrik Top Trainings als Trainingsball. Beide Bälle, denkt man, haben von Grund auf jetzt erstmal ein anderes Farbdesign, was aber daran liegt, dass es hierbei um eine Spezialfarbe handelt und hierbei um die offizielle Saison 2014-2015 Farbe. Den Torfabrik Top Training könnt ihr allerdings in der gleichen Farbkombination bekommen. Also das heißt auch hier in schwarz-weiß abgesetzt wie diesen Ball. Das heißt, dann sehen sich beide Bälle noch ähnlicher. Zur Unterscheidung habe ich deswegen jetzt hier den Top Training aber in der schwarz-weißen Farbe, damit wir gleich immer wissen, was die Unterschiede des Balles sind. Beide Bälle sind für unterschiedliche Bereiche gedacht. Das heißt, der Top Training ist fürs Training gedacht, der OMB ist selbstverständlich fürs Spiel gedacht. Unterschiede sind bei den Bällen vor allem die Oberfläche. Ich hoffe, man kann es im Video einigermaßen sehen. Die Oberfläche beim Top-Training ist glatt, wohingegen die Oberfläche beim OMB-Ball, das heißt beim Bundesliga-Spielball, eine rauere Oberfläche ist. Hier kommt ein spezielles Grip-System zum Einsatz, was unter anderem dafür sorgt, dass der Ball etwas stabiler fliegt. Die Flugbahn wird dadurch verbessert. Dies hat der Top-Training nicht. Dafür hat der Top Training eine etwas widerstandsfähigere Oberfläche. Die Oberfläche ist halt ganz klar darauf ausgelegt, auf den permanenten Trainingsbetrieb. Und der Top Training kommt so mit einer Oberfläche, die besonders strapazierfähig ist und auf eigentlich wirklich fast allen Untergründen verwendet werden kann. Was unterscheidet beide Bälle noch? Im Inneren haben beide Bälle eine unterschiedliche Ballkonstruktion. Hierbei kommt eine Konstruktion eines Trainingsballs zum Einsatz, die nicht ganz den Ballspeed zulässt, wie es beim Spielball ist. Ist einfach ein preislicher Unterschied, muss man einfach mit dazu sagen. Gemeinsamkeiten haben die Bälle jedoch auch, und das ist vor allem das Brazuca-Paneldesign. Sowohl der Torfabrik Top Training wie auch der Torfabrik Bundesliga Spielball setzen auf die neue Brazuca-Panelform. Dabei bestehen beide Bälle nur noch aus 6 Panelelementen. Die beiden Paneele sind zudem sowohl beim Spielball wie auch beim Top-Training-Ball alle komplett mit Hand voneinander verschweißt. Das heißt, nicht mit von Hand miteinander vernäht, sondern verklebt. Und beide Bälle haben so einen hohen Speed. Ganz klar, die Unterschiede sorgen dafür, dass der Torfabrik Bundesliga-Spielball für das Spiel gedacht ist, der Top-Training ausschließlich für den Trainingsbetrieb und nicht für das Spiel. Mich würde natürlich interessieren, wofür tendiert ihr? Spielt ihr, trainiert ihr im Training auch mit dem Bundesliga-Spielball oder setzt ihr auf einen Top-Training? Und vielleicht wäre auch interessant, welches Design der beiden Bälle gefällt euch besser? Das des weißen oder das der offiziellen Bundesliga-Farbe? Beide Bälle gibt es wie immer über den Link in der Beschreibung. Und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare.